Herzlich willkommen auf dem Channel Flight Level. Mein Name ist André und heute schauen wir uns das neueste GSX Update an. Und zwar in der Version 3, beziehungsweise es gab schon eine Version 3.01, 3.02 und jetzt 3.03 mit kleinen Fixes, aber mit einem riesigen Update. Wir haben jetzt nämlich tatsächlich Passagiere, die sich hinsetzen können. Ja, ihr habt richtig gehört, die gehen nicht nur in den Flieger, die setzen sich auch hin und können auch da verweilen. Da gibt es aber ein, zwei Sachen zu beachten, denn das funktioniert nicht im Standard. Da müssen wir noch eine Option wählen. Das zeige ich euch jetzt. Also geht's erstmal los. Viel Spaß! Bevor wir jetzt jedoch in den Flieger gehen, gibt es noch eine Option, die gesetzt werden muss. Denn standardmäßig gehen die Passagiere schon in den Flieger und sie wollen sich auch setzen, aber sobald sie sich setzen, sind sie weg. Das ist schlicht und ergreifend eine Einstellung, die ihr in GSX noch treffen müsst. Geht also einmal in den GSX Installer bzw. in den FS Dream Team Universal Installer und dann oben rechts einmal auf Config. Sobald ihr auf Config geht, lädt sich hier unten rechts auch schon genau das, was ihr braucht. Passagiere, die sich hinsetzen, werden aktuell nur für den Phoenix A320 unterstützt. Damit das auch aktiviert ist, müsst ihr hier einmal den Haken reinsetzen. Natürlich müsst ihr das tun, bevor ihr den Microsoft Flight Simulator gestartet habt, denn sonst funktioniert das nicht. Jetzt müsst ihr einfach nur auf Close und könnt auch das Ganze schon wieder schließen und das war's auch schon. Ich würde sagen, wir gehen in den Flieger und dann schauen wir uns das einmal an. Nachdem wir jetzt alles in GSX eingestellt haben, geht's jetzt los. Ich würde sagen, ich starte hier einmal im Schnelldurchlauf den Flieger und dann zeige ich euch, wie das Boarding so aussieht. Also, wir sehen uns in ein paar Sekunden. So, wir sind jetzt soweit, dass wir auf unserem Tablet entsprechend einmal hier alles laden können, da dann entsprechend auf GSX und dann wird automatisch das Fueling gestartet und das Boarding. Alternativ könnt ihr natürlich das Boarding auch über das GSX-Menü ganz normal starten. Wenn das Fueling fertig ist, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Catering und Refueling sind abgeschlossen. Jetzt wurde gerade soeben das Boarding gestartet, das heißt, jetzt fangen gleich unsere Personen an, hier das Flugzeug zu betreten. Das sehen wir dann über die Brücke und sobald sich die ersten Personen auf der Brücke bewegen, gehen wir einmal in den Flieger und schauen uns an, wie die Personen tatsächlich hineinlaufen und sich dann auch noch setzen. So, da sehen wir unsere ersten Personen durchlaufen und jetzt gehen wir einmal in den Flieger. Denn bevor die sich wirklich setzen und sitzen bleiben, müssen wir noch eine Sache beachten. Wenn ihr im Cockpit seid, dann müsst ihr euch einmal vergewissern, dass ihr die Tür geöffnet habt. Denn sobald die Tür geöffnet ist, werden die sitzenden Passagiere auch angezeigt, ansonsten nicht. Hier sehen wir, wie die ersten Passagiere boarden. Gehen wir einfach mal hier durch die Cockpit-Tür in die Kabine und schauen, wie die Passagiere reinkommen. Gut, da scheinen gerade Zwillinge unterwegs zu sein, aber ihr seht, die setzen sich. Und sie bleiben auch sitzen. Wie ihr sehen könnt, sind die Skins, wie ich finde, schon ziemlich gut getroffen und ziemlich schön gemacht. Damit die Personen aber wirklich dort sitzen, müsst ihr, wie gesagt, die Tür geöffnet haben. Wenn wir jetzt einmal zurück ins Cockpit gehen und schließen die Tür, dann werdet ihr sehen, dass die Passagiere verschwinden, wenn wir einmal hinten sind. Ja, sie kommen noch, aber sobald sie sich setzen, verschwinden sie. Das können wir hier jetzt ganz schön sehen. Und weg. Dazu müssen wir die Cockpit-Tür einmal öffnen. Und schon sind alle Personen wieder da. Das hat natürlich ordentlichen Impact auf die Frames. Ich blende die Frames einmal ein. Wir sind jetzt so bei knapp 30 Frames. Wenn ich jetzt die Cockpit-Tür einmal schließe, das mache ich einmal aus dem Cockpit, denn das treffe ich tatsächlich von hier hinten nicht so einfach. Sehen wir erst einmal, dass die Framerate jetzt gleich wieder hochgehen wird. Genau, da wird es wieder grüner. Gehen wir nochmal nach hinten. Da sehen wir, dass die Framerate relativ moderat ist. Ja, es muss jetzt alles animiert werden. Das heißt, jeder Passagier, der jetzt dazusteigt, der wird einzeln animiert. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall noch ein Wert, mit dem man, denke ich mal, leben kann. Wenn wir jetzt die Tür hinten einmal wieder öffnen, dann könnt ihr sehen, wie die Framerate wieder etwas niedriger wird.
Denn jetzt müssten auch die Personen, die sitzen, wieder entsprechend animiert werden. Das heißt, ihr habt die Option, das fürs Boarding so schön zu gestalten, dass ihr das einmal sehen könnt und könnt auch sehen, dass der Flieger voll ist. Das könnt ihr auch während des Fluges machen. Dazu muss die Cockpit-Tür aber geöffnet sein. Aber sobald die Cockpit-Tür von euch wieder geschlossen wird, könnt ihr auch sicher sein, dass die Modelle hier in der Kabine nicht weiter generiert werden und somit keinen Einfluss mehr auf die Performance haben. Alternativ, wenn es nur eine kleine Spielerei ist, dann deaktiviert ihr das in den Einstellungen, wie ganz am Anfang gezeigt. Wir warten jetzt einmal, bis alle Passagiere geboardet sind und das machen wir im Schnelldurchlauf. Jetzt steigen also alle Passagiere ein. Insgesamt sollen ja hier 145 Personen geboardet werden und es werden hinterher auch 145 Personen sein. Was ich auch ziemlich cool finde, ist die Tatsache, dass die Personen, die von draußen reinkommen, also die, die über die Jetways oder entsprechend über die Busse zusteigen, auch genau die Personen sind, die den Flieger betreten, reinkommen und sich setzen. Das finde ich schon wirklich ziemlich cool und diese Detailverliebtheit, die gefällt mir schon mal richtig gut. Ich denke, dass die ein oder anderen von euch, so wie ich, dieses Feature erst einmal testen und schauen, wie sich das so alles verhält. Aber ich finde es eigentlich schon ganz cool, dass entsprechend auch hinten in der Kabine endlich Personen sitzen. So, jetzt haben wir fast alle Passagiere geboardet. Die feine Dame dort hat sich jetzt auch hingesetzt und wir sind fertig geboardet. Was ich wirklich sehr schön finde, wenn wir hier mal wirklich durch den Flieger gehen, dass wir hier die einzelnen Personen auch animiert haben. Das heißt, manche lesen Zeitung, manche haben ihre Tablets und manche haben ihre Konsolen dabei. Ich finde, das ist wirklich, wirklich schön gemacht. Können wir die auch nochmal von der Seite sehen? Wirklich schön. Ich finde die Models, wie gesagt, wirklich ziemlich gut gemacht und das sieht schon ziemlich stark aus. Das Unlogischste an diesem ganzen Add-on ist, glaube ich, dass dieses Boarding einfach viel zu gut funktioniert und hier sich nicht gegenseitig auf den Füßen rumgetrampelt wird. Und das soll es tatsächlich für heute schon gewesen sein. Ich habe euch einmal gezeigt, was ihr machen müsst, damit die Passagiere auch wirklich sitzen bleiben. Wie gesagt, es gibt da zwei verschiedene Einstellungen. Einmal müsst ihr zwingend im GSX-Menü, und zwar bevor ihr den Microsoft Flight Simulator startet, entsprechend noch eine Option setzen. Und hier werden die Passagiere sich auch nur hinsetzen und sitzen bleiben, wenn die Cockpit-Tür geöffnet ist. Wie ich finde, ziemlich stark gelöst, denn das Thema Performance ist ja hier im Flugsimulator immer so eine Sache. Sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich riesig über einen Daumen, ein Abo und ganz, ganz viele Kommentare freuen. Sollte euch das Video nicht gefallen haben, dann, wie immer, erzählt es am besten nicht weiter. Auf Flight Level gibt es übrigens auch die Möglichkeit, eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen oder mir eine kleine Spende zu hinterlassen. Hier gilt natürlich, alles kann, nichts muss, aber es würde mich natürlich riesig freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.